Der Pharmariese Pfizer unterbindet die Nutzung seiner Mittel bei Hinrichtungen in den USA. Für bestimmte Produkte, die bei Exekutionen mit Giftspritzen genutzt werden oder deren Nutzung von Bundesstaaten erwogen wird, gelten nach Konzernangaben nun schärfere Lieferbeschränkungen. Der größte Pharmakonzern der USA erklärte am Freitag auf seiner Internetseite, dass er den Einsatz seiner Produkte als tödliche Injektionen bei der Vollstreckung der Todesstrafe strikt ablehne. Damit hat einem Bericht der New York Times zufolge der letzte Lieferant solcher Mittel den Einsatz seiner Produkte bei Hinrichtung untersagt. Vor Pfizer hätten mehr als 20 Pharmaunternehmen aus Europa und den USA diesen Schritt unternommen.